Hänslers schnelle Nummer. Haben Sie die Sendung gesehen? Vorgestern am Sonntag. Melzer und Hänsler liefern ab. Wer hat diese Sendung gewonnen? Boah. Nicht, dass mir das wichtig wäre. Aber Daniel hat die Sendung gesehen. Und unter anderem Grund, dass sie gewonnen habe, war die erste Bewertung. Da gab es 4 Sterne für Blackened Lammkoteletts. Die möchte ich heute mal präsentieren, wie ich die gemacht habe. Und zwar relativ simpel. Haben wir jetzt hier ein Lammkarree, das heißt Lammrücken mit Knochen noch dran. Und dann schneidet man sozusagen jetzt hier an den Knochen entlang, unten durch, dass wir so einzelne Lammkoteletts haben. Das ist der erste Schritt. Lammkoteletts ein bisschen flach drücken, dass sie ähnlich dick sind. Wenn eins ein bisschen dicker ist, nicht schlimm, müsst ihr daran denken, dass es einfach ein bisschen länger in der Pfanne lasst. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Geheimnis. Was heißt Geheimnis? Aber jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Digga, willst du mir was erzählen? Aber es war wirklich so. Ich habe die Lammkoteletts hier mit Gewürz, mit Hänsler schnell Nummer Gewürzmix. So. Und zwar richtig kräftig. Erst gesalzen. Klar, ich habe auch mein Gewürzsalz genommen, aber das will ich euch jetzt nicht auch noch zeigen. Obwohl, habt ihr den Werbespot danach gesehen, den Melzer machen musste? Dann wisst ihr ja, wohin gehen müsst, ne? Noch eine andere Adresse ist hänsler.shop. Seid noch schneller da. Und jetzt hier, wirklich mucho von dem Gewürzmix oben drauf. Drehen das Ganze. Weil das macht es wirklich aus. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir es jetzt anbraten, in der Pfanne nicht zu viel Öl. Und das muss wirklich rösten. Das muss richtig ein bisschen dunkel werden und Geschmack entwickeln. Deswegen jetzt Pfanne heiß werden lassen, Schuss Olivenöl rein, los geht's. Ich habe mich umentschieden. Wir nehmen das Bratöl. Das hätte vielleicht den 5. Punkt gegeben, ja? Passt noch besser. Schuss Bratöl rein. Jetzt schauen wir mal. Oh ja. Jetzt verteilen. Und dann die Lammkoteletts. Jetzt wirklich bei hoher Hitze volle Last auf die Pfanne braten. Und zwar von beiden Seiten. Wollen wir mal gucken. Oh, geil. Genau so muss das aussehen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Ihr könnt das jetzt von der anderen Seite auch, oder müsst ihr sowieso, kräftig braten. Und dann kann man es auch im Ofen weitergaren. Ich habe das aber schön in der Pfanne gemacht. Jetzt einfach die Hitze immer auch schön oben lassen. Das ist wichtig. Oh, das sieht gut aus. Während das Lamm hier brät, habe ich noch eine Idee für eine Soße. Ich habe tatsächlich auch in der Sendung, das ist vielleicht das Geheimnis, warum ich die Sendung gewonnen habe. Wie alles meine Produkte wirklich benutzt. Kein Spruch, habe ich alles dabei gehabt und mit Teriyaki auch ein bisschen das Lamm abgelöscht. Aber jetzt habe ich noch eine Idee gehabt, wie wir es ein bisschen upgraden können. Und zwar machen wir so eine Teriyaki-Blaubeersoße. Also wir nutzen gleich die gleiche Pfanne wie das Lamm. Nur während das Lamm brät, schneiden wir hier schon eine Zwiebel quer fein herunter, dass wir so feine Streifen haben. Lamm aus der Pfanne. Insgesamt war es jetzt knapp 12 Minuten in der Pfanne, für euch mal als Info. Gleiche Pfanne jetzt hier auch benutzen. Ne? In den Bratensatz von diesem Blackened Gewürz hauen wir jetzt die roten Zwiebeln rein. Dazu direkt ein bisschen Blaubeeren. Oh, eine weniger. Weil das wäre noch eine geile Soße gewesen. Ah, schau mal hier, der Bratensatz löst sich. Alles Geschmack. Alles Röstaromen. Und jetzt erstmal noch kleine Prise Salz. Eine kleine Prise Zucker unterstützt einmal so ein bisschen auch die Blaubeere und passt natürlich super zur Teriyaki-Soße. Jetzt mit Rotwein ablöschen. Und das jetzt wirklich verfliegen lassen, bis nichts mehr weg ist, nur noch Geschmack. Und dann kommt Teriyaki-Soße dazu. Oh, Träumchen, sieht gut aus. Teriyaki-Soße. Könnt ihr kaufen, hänsler.shop oder wir machen unten in die Beschreibung einen Link rein zu einem Video. Da haben wir gezeigt, wie man Teriyaki selber kochen kann. Einfach nur einmal kurz aufkochen. Jetzt die Lammkoteletts wieder hinein. Einmal mit durchschwenken, dass sie nochmal ein bisschen Hitze ziehen und leicht glasiert werden. Das habe ich jetzt in der Sendung nicht gemacht. Könnte aber sein, dass das den 5. Stern auch gebracht hätte. Wer weiß das schon. Aber das ist typisch so ein Gericht, jetzt einfach schön auf den Tisch. Oh, guck mal hier, das sieht jetzt ein bisschen
An der Seite habe ich ein bisschen rumgeschnuddelt, weil ich die gleiche Kokotte genommen habe wie eben. Aber ich war ja schlimm, ich schnapp mal so ein Lammkotelett. Beiß mal ab. Mmh. Diese Blätternote. Träumchen. Auch die Fruchtigkeit der Soße. Obwohl ich auch sagen muss, ich würde es auch ohne Soße essen. Ne? Finde ich ja genauso geil. Aber jetzt habt ihr so einen kleinen Tipp, wenn ihr es ohne Soße essen wollt, direkt nach der Pfanne reinbeißen. Guten Appetit. Oder so eine schöne Teriyaki-Blaubeersoße. Geil. Mit ein bisschen Glück sehen wir uns nächste Woche wieder. Falls ich die Sendung auch gewinne, zeige ich euch wieder ein Gerät aus der Sendung. Wer weiß das schon. Jetzt erstmal die Einkaufsliste. Und hier ist die Einkaufsliste für Blackened Lammkoteletts für zwei Personen. Braucht ihr 10 Lammkoteletts? Zum Anbraten das Hensler schnelle Nummer Bratöl unter Hensler.shop. Eine rote Zwiebel, 100 ml Teriyaki-Soße, halbe Schale Blaubeeren, Schuss Rotwein unter Hensler schnelle Nummer Gewürzmix. Aber wie gesagt, das schmeckt auch richtig lecker ohne Soße.